Ach ja, und weil der ja jetzt gemerkt hat, die Folgen sind jetzt ein bisschen kürzer, weil bis was kann ich verwerten? Kann ich verwerten? So. Hier noch was? Aber sonst ist hier nichts, ne? Wie ich das sehe. Ja, sonst ist hier nichts. Wir müssen aber wieder rein. Hat sich ja voll gelohnt. Geil, geil da. Geil. Nee, da sind wir noch mal neue Gegner, ne? Dann ich weiß, die haben die Spawnrate geändert. So einiges geändert in dem Spiel. Ja, ich habe die gerade nicht gesehen, deswegen. Nochmal. Nein. Ja. Sehr schön. Ach ja. Was wäre das Leben ohne Schrullen? Langweilig wäre es. Aber auch nicht so nervig. Alter, einfach nicht alles leide. Ja, hier, komm, dann nehmen wir mal hier, ja. Das hier nehmen wir mal, dann nehmen wir das, dann nehmen wir mal. Tüte nehmen wir mal, ein Heilmittel und eine Heilsalbe nehmen wir mal. Eine Futter und Dosen. Nein, das wollte ich nicht. Gut. Das kann. Nein! Egal. Die Bäre, Traummittels. Ja, dann gibt es halt nochmal eine Opfer. Das ist Wasser und dann war es dann auch wieder. Schon. Moin! Die Verbrechen bekämpfen sich nicht von sich. Ja, manchmal schon, manchmal schon. Okay. Jetzt kein Plan, wo ich drauf gedrückt habe. Halt weiter oben, das weiß ich, aber sonst. Ah ja, und wir können unseren Revolver rausholen, wenn wir dann bald hier rauskommen. Oh, mal gucken, ja. Mal gucken. Ja. Ernsthaft jetzt? Ich musste doch aber noch ins nächste Gebäude, alles klar. Ja, wir müssen noch in die ganzen anderen Gebäude rein. Jetzt möchte ich da gerne noch rein. Da gibt es auch noch einen. Dann gehen wir doch mal rein. Ja, bin da, ich bin da. Die haben es auch mitgekriegt, Mensch. Ah, da kann ich wieder den nehmen. Der eine coole. Leute, sag mal, was ist mit euch los? Voll. Total in Zeitlupe, ey. Was ist das denn? Total in Zeitlupe, ich glaub nicht. Ja, Leute, komm mal her. Komm mal her. Ja. Mach mal jetzt hier keinen Terz hier drum, ja? Ja, komm. Immer. Ja. Dann nehmen wir mit hier noch nichts. Ja, gleich da, Mensch. Bleib mal geschmeidig. Kommst du jetzt her, oder was? Jetzt willst du, dann willst du nicht, ne? Scheidet euch mal. So, komme ich hier rein? Komm ich, achso, das ist der Aufzug. Mehr? Nichts. Bist du gerade runtergefallen, Junge? Hast du dir wehgetan? Hallo? Ganz
nett und frage, also, ob er sich vergetan hat. Nö, er schlägt mich gleich. Weißt du, das sind so die richtigen, ne? Was? Letzte Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Ja, alles klar. Ich habe keinen Plan, was du meintest, aber... Komme ich denn da nach oben? Ja, gucken, ne? Man muss auch mal gucken. Jungs, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Obwohl, wisst ihr was? Ich will auch mal wieder ein bisschen Spaß haben hier. Ein 40er. Ja, komm her. Eins. Drei. Ey, bleib doch mal. Spielen. Ja, komm mal ein bisschen dichter. So sieht's hier. Ja. Es geht. Ah. Mann, das war peinlich, ja. Renate, Scheibe. Was? Scheibe? Scheibe nimmt der Pistole? Wir brauchen einen Schalldämpfer auf der Dings, also ganz ehrlich. Egal. Ist ja auch nicht erwischt, ne? Ist nicht so wichtig. Und dann lieber. Ja, davon können wir uns eine schöne Festung bauen. Hey! Genau anders so. Ja, wenn ich mal treppen würde. Ja. Jetzt habe ich getroffen. Schmach ist besiegt. Ja, was haben wir denn hier? Einmal öffnen, bitte. Nichts, danke. Puppe, nehme ich mit. Für unser Klein zu Hause. Kinderwagen will ich auch mitnehmen, aber. Ach komm. Ja, war ja klar. Ist das so klar, ganz ehrlich. Ja. Nein. Sehr schön. Alles, was man nicht braucht. Ja. Haben wir hier noch eine Quest? Ja, wir haben noch eine Quest. Gemeinsam von Vatoga, alles klar. Ja, da muss ich ja wohl hin, aber zuerst. Ich würde sagen, muss ich hier hin? Nein. Nimm alles mit. Der ist. Nee, irgendwas mit. Was Ding? Keine. Murderer. Null. Murderer. Absolut. Absolut. Ich schau. So, wo soll denn hier der Safe sein? Ja. Dankeschön. Hey, wo soll. Denn das safe sein? Ja, dankeschön. Wo soll hier der safe sein? Wenn du meinst, was ist das mal unten im Boden oder an der Wand? Aber ich sehe. Ah, so, ja. Ah, da gucken wir alles mal zu Hause durch. Da müssen wir jetzt uns keine Zeit für nehmen, also jetzt noch nicht. Ja. Irgendwas hier ist es lang. Da kommen wir nicht lang.
Schwer mit dem Rücksbein. Ja. Alles mit. Also wir gehen hier. Nein. Wie geil. Der Horroraffe, ey. Aber den kann ich bei mir hinstellen, ey. Das wäre geil. Da ist noch einer, ey. Hallo, hallo. Nehme mich mit. Den nehme ich mit. Kann ich nicht tun, solange ich eine Bauchrüstung trage. Ja, sag bloß so. Spiel, du bist. Du seien so schlau. Das ist der Dame. Nö, nichts Wichtiges. Verlängert Kettenklinge. Oh, es war Schaden 6, aber sehr schnell. Kenne ich noch aus dem Fallout 4 Teil. Der war ganz gut gegen die. Wie ist sie denn noch? Kakerlaken aus dem Sumpf. Meierlöcks. Gerade so die Meierlöck-Eier. Wenn die dann auf einmal rauskamen, konntest du damit auf einmal so oder ja, gleich weg. Das war ganz angenehm. Wo wir gerade von den Meierlöcks gesprochen haben. Gemeindezentrum von Bad Doga. Ist das extra ein eigenes Levelbauch? Na gut. Du, 2000 Kaffee, das ist aber auch schon echt heftig, Junge. Seife und Sieb. Kommen wir nicht lang. Zum Dach, oder? Ja, bei der Tür. Alles klar. Nichts. Ja, die Vasen nehmen wir noch alle mit. Ja, das brauchen die doch gar nicht mehr. Glückwunsch, Bürger. Was? Auf Anweisung des Bürgermeisters erhalten alle Personen, die diesen Raum betreten, das Amt des Bürgermeisters. Ich klar, bin Ihre KI-Bürgermeister-Assistent. Sie können mich Kiba nennen. Ich werde gleich durch oder später. Ja, okay. Hör dir an, was Kiefer zu sagen hat. Ich bin nur da. Erlauben Sie mir, die letzte Nachricht der verschiedenen Bürgermeisterin abzuspielen. Ja, los. Kiefer, du befolgst immer noch die Anweisung zu Leuten, die hier reinkommen? Ja. Lade die relevanten Einträge zu unserer Situation und dem Saboteur auf das Bürgermeister-Terminal, damit jeder sie lesen kann. Aber sicher. Ma'am, laut meinen Sensoren verlieren Sie große Mengen Blut. Soll ich einen Sanitäter rufen, der Ihnen hilft? Nein! Was stimmt nicht mit dir? Keine Roboter mehr! Kiba! Es sorgt dafür, dass der nächste Bürgermeister das hört. Natürlich. Ich habe versagt. Wer auch immer Sie sind, Sie sind jetzt der Bürgermeister einer toten Stadt. Die, die ich nicht evakuieren konnte, sind umgekommen. Es ist nichts und niemand mehr übrig. Das ist ein Scherz jetzt. Das ist ein Scherz. Ja, da ist niemand mehr übrig, weil da hat doch kein mehr Bock zu spielen, verdammt nochmal. Boah, Bethesda, ne, in den passendsten Momenten, Alter. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ja. Schön. Thank you.
Und, ja. Ja, komischerweise, immer zu den passendsten Momenten kriege ich so eine. Und natürlich, ich bin hier ganz unten. Und ich darf bestimmt wieder nach oben. Ja, natürlich. Und dafür habe ich 200. Ja, du. Ich habe jetzt keine Lust auf euch, ganz ehrlich. Nee. Ja, komm. So mache ich das nicht hier. So geht das auch nicht. Nee. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf euch. Ganz ehrlich. Da mache ich nicht mit. Nee. Da könnte es doch jemand anders. Guckt euch jemand anders. Da könnt ihr euch jemand anders so. Der für euch die dumm spielt, ja? Ja, hier. Ja, bleib mal ruhig da. Also nichts dabei. Warum auch? Es ist niemand mehr da. Serverbenutzung abgebrochen. Ja. 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 Nein, natürlich nicht. So, ne? Jawoll. Gucken wir mal an. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Warum mache ich das überhaupt? Ich weiß auch, wo es lang geht, ne? Und trotzdem mache ich das. Wahnsinn. Oh Mann. Also noch nie hat mich ein Spiel so sehr mitgenommen. Also gefühlsmäßig wirklich. Es war schön. Oder es ist schön, es ist traurig, es ist zum Ausrasten und wieder zum Lachen. Also, nee, du fängst jetzt an zu reden, ne? Ganz ehrlich, warte mal, dann müsste der auch wieder voll sein, oder nicht? Ich hab doch... Bitte lesen, hohe Priorität. Bürgermeister für einen Tag? Ja, ja. Und da tauschen es totale Chaos. Die Leute haben sich zu sehr daran gewöhnt, dass sie ihnen einen Roboter-Computer alles abnehmen. Die Leute brennen, den Leuten brennt da draußen nicht nur die Hütte. Wortwörtlich. Schon beim Besten sage ich, bin auch noch eine Musiklehrerin. Bin einfach nicht für diese Aufgabe gemacht. Sobald alle sie die Stadt verlassen haben, werde ich versuchen, einen Waffenstillstand mit den Saboteur auszuhandeln. Angeblich versteckt er sich irgendwo in Bogdown. Auch wenn es vielleicht nur Hörensagen ist. Ja, ist ein Anfang. Es wird immer schlimmer. Jedes Mal, wenn ich dieses Büro verlasse, bin ich mir sicherer, dass ich es nicht zurückschaffen werde. Aber irgendwann muss ich ja versuchen, alles zusammenzuhalten. Werden wir die Leute herausschaffen. Und aus welchem Grund auch immer hat mir das Schicksal diese Verantwortung übertragen. Als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass ich nicht mehr zurückkehre, habe ich eine Verfügung erlassen. Der automatische Bürgermeister-Auswahlvorgang wird so geändert, dass einfach jeder in diesen Raum betritt, als ein Bürgermeister für einen Tag akzeptiert wird. Ich glaube, es wird für diejenigen erleichternd, die herkommen, um zu helfen. Auf lange Sicht betrachtet könnte das problematisch werden. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, damit es überhaupt eine lange Sicht gibt. Als Bürgermeister sollten Sie Zugriff auf alle Dateien in dieser Maschine haben. Als ich es nicht schaffe, können Sie vielleicht das verschwinden. Verstecktes Saboteurs finden und dem ein Ende setzen. Die Leute brauchen einen sicheren Ort, in dem kommenden Monaten, wenn hier alles unweigerlich auseinanderbrechen wird. Der Dörger ist perfekt, bis auf den Hamburg laufenden Roboter, aber wenn wir damit vielleicht fertig werden, dann ich wünsche uns allen viel Glück. Barbara Elizabeth, 134 Bürgermeisterin von Fatonga. Als ich es nicht schaffe, ich habe mich angewiesen, den Zugang erst dann freizugeben, wenn die Roboter erledigt sind. Ich will deine größten Vorteile mehr an Plünderer verlieren. Keine.
Also, wenn Sie diese Vorträge haben wollen, müssen Sie helfen. Aber ich wollte nicht helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an Ihrem neuen Amt als Bürger, des Bürgermeisters von Wandhunger. Es wird Zeit, Sie an die Arbeit zu machen. Man weiß nie, wie lange es dauert, bis ein neuer Bürgermeister ausgewählt wird. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch schon morgen. Manch einen mögen diesen zufälligen festgelegten Amtszeiten frustrieren. Die meisten finden sie ja auch als befreiend. Da die Leute nicht wissen, wie lange sie im Amt sein werden, dürfen keine Interessensorganisationen und Gruppenfirmen versuchen, ihre Gunst durch Beschränkungen zu erlangen. Sie können also davon ausgehen, dass jeder ihnen gegenüber ehrlich und aufrichtig sein wird. Schön, oder? Wenn sie eine Verfügung erlassen, den Notstand ausrufen oder einfach mit jemandem reden möchten, der die Bürde des Amts versteht, dann wenden sie sich an ihr KI-Bürgermeisterassistent Kieber. Sagen sie ihr, was sie möchten, und sie verfasst ein entsprechendes Gesetz. Kieber besitzt eine Fülle wichtiger, nebensächlicher Informationen hinsichtlich der Verwaltung einer Stadt, und ihre Wissensdatenbank umfasst sorgfältig zusammengestellte Zeitungsartikel, Urteilsbegründung, Gesetze aus allen 50 Staaten und sogar einige ältere bis ins hohe Mittelalter reichende Daten. Mittelalter, ja klar. Wenn Sie eine Frage oder sich bezüglich einer Vorgehensweise nicht sicher sind, wenden Sie sich einfach an Kieber, die Ihnen 1 bis 3 gute Antworten liefert, aus denen Sie wählen können. Aber denken Sie stets daran, dass Sie der Bürgermeister sind und die Verwaltung der Stadt allein in ihrer Verantwortung unterliegt. Nicht vergessen, da niemand gewählt, sondern nur mit einer durch den Bürgermeister festgelegten Amtszeit bestimmt wird, kann jeder Bürgermeister Mitarbeiter nach einem Ermessen eingestellt und entlassen. Meine Güte, das ist auch... Meine, also ganz ehrlich, das ist so viel zu... Hey! Ja, es sind überall Fehler hier. Toll. Hallo, hey. Ja. Jetzt versteckt das Promoteur aus. So, ja, du, kein Problem. Wo muss ich hin? Alles klar. Auch nicht mehr raus, ne? Ja, ich komme auch nicht mal mehr raus, weil ich ja überladen bin. So wie meistens immer und so. Ja, so sehe ich eigentlich gerade aus. Einfach nur mal ein bisschen, kann man sagen, frustriert. Ein bisschen. Ja. Aber das hindert mich nicht daran, nicht weiter zu spielen. Im Gegenteil. Hier wird fleißig weitergezockt. Dass wir irgendwann mal am Ende. Am Ende sind. Wow. Oh. Dran. Alter! Und wo wird er jetzt angezeigt? Ist ja geil, toll. Den machen wir fertig. Hui! Ja gut, der war Level 14, also egal. Schön, dass er brennt. Ach, da haben wir noch einen. Noch jemand? Ich stehe gerade so schön oben. Das wäre jetzt schön gewesen. Ich bin sowieso an der falschen Seite. Und was? Was haben wir denn da? Also ich meine, wieso ist da ein Kontrollpunkt? Hinter der versteckte Saboteur ist. Ja, das ist da hinten.
Also. Da so. Da so. Ich denke mal, der wird uns das gleich anzeigen, wenn wir runterspringen. Wobei ich eigentlich gerne da mal hin möchte. Ja, komm. Ja. Ja. Aber das schaffen wir. Ja, natürlich nicht. Das frage ich überhaupt, ganz ehrlich. Ja. Sogar sollen rennen, aber rennen jetzt nicht. Willst du mich verarschen, Alter? Ich stehe direkt neben ihm. Maul, Alter. Da steht eine Powerrüstung. Ja, die hole ich mir gleich. Wieder jemand schnauben hören. Was haben wir denn hier? Toll. Ist ja nur Grotze hier, ganz ehrlich. Ist nur Grotze. Mann, da. Da machen wir hier mal wieder eine Pause. Dann sehen wir uns gleich so ungefähr da, so wieder, wenn ich da meine Sachen mal abgelegt habe, Camp errichtet habe und so, ne?